Willkommen bei der Vollmer Steinkunst. Meine Kollegin Agi und Pierre wollen uns heute zeigen, was man mit der Steinkunst von Vollmer alles machen kann. Doch bevor wir richtig loslegen, möchten wir kurz erklären, wie unsere Steinkunst eigentlich entsteht. Mit neuester 3D-Scan-Technik sind wir unterwegs und suchen nach interessanten und beeindruckenden Oberflächen und Strukturen. Diese Technologie versetzt uns in die Lage, komplizierteste Oberflächen vor Ort einzuscannen und live als 3D-Modell im Rechner entstehen zu lassen. Egal ob historisches Granitpflaster, Sandstein oder Ziegelsteinmauern, Schieferfassaden, Dachziegel oder fein strukturierte Holzmaserungen. Mit Hilfe unserer 3D-Scan-Technik bieten sich völlig neue Möglichkeiten, Steinkunst in verschiedenen Maßstäben für den Modellbau zu schaffen. Am PC für den 3D-Druck vorbereitet, entsteht nach dem Druckvorgang eine Silikonform, in der die Feinheiten des Originals bis ins Detail nachgebildet sind. Die anschließend aufgetragene Vollmer Steinkunstpaste verstärken wir mit einer Fließmatte, die unserer Steinkunst auch die nötige Flexibilität verleiht. Somit kann sie auch nach dem Aushärten problemlos nahezu jeder Form angepasst werden, ohne zu brechen. Denn die Verformbarkeit bleibt erhalten. Große Kunst auf kleinem Raum. Dir möchte ich heute mal zeigen, wie wir ganz einfach Landschaftsgestaltung machen können. Für viele ist das ja eigentlich ein Problem, wenn sie vor ihrer Anlage stehen, die Gleise sind gelegt, die Elektrik funktioniert. Und dann steht immer das Problem der Geländegestaltung bei den Leuten. Ne? Wir haben hier jetzt neue Produkte von Vollmer, die eigentlich eine Landschaftsgestaltung ganz einfach lösbar sind. Also wo die Landschaftsgestaltung ganz einfach lösbar ist. Und das wollte ich dir heute ganz einfach mal zeigen. Wir fangen mal an mit der Straßenmatte. Also wir werden jetzt die Straße hier verlegen und wir schauen, wie einfach das funktioniert. Gut. Die Straßenmatte selbst, siehst du, ist ein ganz flexibles Material. Ja. Das besteht zu 80% aus Quarzsand. Da eingearbeitet ist ein Vlies und noch 20% Betriebsgeheimnis. Also das werden wir auch nicht verraten. Hm. Ne? Du kannst das gerne mal anfassen und merkst, wie flexibel und wie weich das Ganze ist. Und trotzdem, wenn man dann schaut gegen das Licht, du hast immer noch den mineralischen Effekt. Mhm. Ne? Also es ist wirklich 80% ist hier davon Stein. Und das Ganze werden wir jetzt ganz einfach mal auf unsere Landschaft bringen. Wir haben hier als Untergrund ein Styrodur, das lässt sich wunderbar bearbeiten. Wird immer mehr verwandt in der Landschaftsgestaltung, weil es einfach leicht ist und stabil. Ne? Man könnte das genauso auf ein Sperrholz aufbringen oder auf eine Kunststoffplatte, das ist völlig egal. Man muss nur verschiedene Kleber dann halt verwenden. Ich würde dir jetzt ganz einfach mal den Kleber geben und wir streichen mal den Untergrund ein. Also wir nehmen hier ganz mal das Patex, also einen Holzkleber. Ich würde hier mal was drauf tun. Und dann werden wir die ganze Sache mal vorstreichen. So. Ich mache hier mal den Teil auf der Seite und du kannst den Teil auf der anderen Seite dann vorbereiten. Ordentlich verteilen. Also bei dem Klebstoff muss das nicht unbedingt jetzt der Patex sein. Also das kann genauso ein zweikomponentischer Klebstoff sein. Man muss nur aufpassen, was wir für einen Untergrund haben, weil manche Klebstoffe Lösemittel im Inhalt haben. Und ein lösemittelhaltiger Kleber auf dem Styrodur, der funktioniert halt nicht, weil das wird dann weggehen. So, dann würdest du mal bitte den Teil jetzt weiter einstreichen. Ich kann dir ja noch ein bisschen was dazu erklären. Die Straßenmatten sind so konfektioniert, dass die immer hier ausgeschnitten sind an den Rundungen. Das hat den Vorteil, dass wenn wir diese Straßenmatten aneinander legen, die Steine wirklich in der Fuge zusammenpassen. Na? Mhm. Die kleinen Anschnitte, die man noch sieht, die kann man dann wunderbar wegretuschieren. Würde ich dir aber dann zeigen, wenn wir die Matte verlegen. Na? Und schneiden können wir die ganze Sache mit dem Cuttermesser oder mit einer Schere. Je nachdem, was man gerade zur Verfügung hat, lässt sich das wunderbar schneiden. Okay, wir können den Kleber ganz leicht eintrocknen lassen, dass er nicht so rausdrückt beim Zusammenschieben. Ist nicht weiter tragisch, weil dieser Kleber farblos austrocknet. Ne?
Wir fangen mit dem Teil an, was wir hier im Kreuzungsbereich haben. Mhm, gut. Weil wir das schon ein bisschen vorgezeichnet haben, deswegen nehmen wir das jetzt und setzen das an der Stelle auf. Ich würde mal den Teil hier machen. So, wir haben jetzt einen Roller. Und ganz vorsichtig anrollen. Du siehst, die Matte legt sich direkt diesem Untergrund an. Ne? Mhm. Ja, dadurch, dass sie so flexibel ist, ist es völlig egal, wie die Landschaft vorneweg gestaltet ist. Also die Straße macht genau diese Wölbung wie auch der Untergrund. Ne? Bisher gab es eigentlich nur so Kunststoffplatten und Pappen. Und die haben halt den Nachteil, eine Kunststoffplatte kann ich nicht so verlegen, dass sie so rund wird. Ne? Weil dann immer die Ecken hochkommen. Und beim Papiermaterial ist es halt so, das ist nicht sehr farbecht. Also sobald man da ein bisschen Wasser drauf bekommt, wälzt sich die Sache und man hat nicht lange Freude dran. Mhm. Also das passiert hier bei diesem Material überhaupt nicht. Wie du siehst, ich zeige dir jetzt mal, wie man das hier die Übergänge macht. Man legt das aufeinander, ein bisschen anrollen. Und dieser kleine Übergang, der hier jetzt noch zu sehen ist, den machen wir jetzt einfach warm mit unserem Heißluftföhn. Das ist ein Werkzeug, das brauchen wir sehr oft. Also wenn wir Vollmer Steinkunst verwenden, unsere Materialien sind alle flexibel. Und mittels Wärme kann ich diese Flexibilität noch erhöhen. Mhm. So. Und jetzt kann ich das ganz einfach nur zusammenschieben. Siehst du das? Man ist fixt. Das so einfach? Das geht ganz einfach. Du wirst das gleich selbst sehen. Man muss das ein bisschen auskühlen lassen, man fixiert das für die Zeit, wo das auskühlt und dann bleibt das genau an der Stelle liegen, wo ich das hingelegt habe. Ich würde einfach mal sagen, nimmst die nächste Matte und klebst mal hier hoch die Sachen zu Ende. Das war ja wirklich einfach. Ja, wie genau. Geht das weiter? Wir werden jetzt als nächstes, denke ich mal, diese Natursteinmauer hier aufkleben. Mhm. Also wir bilden hier eine Stützwand nach, die diese ganze Fahrbahn hier hält. Dazu haben wir hier eine Steinkunstmatte. Das ist ein sehr flexibles Material, trotz dass es etwas stärker ist. Aber ich sehe auch wieder gegen das Licht, das glitzert sehr schön. Das ist dieser Quarzsand wiederum. Diese Sache werden wir jetzt ganz einfach mal anzeichnen und du schneidest das zurecht. Ich habe hier den Stift. Moment. So, ich würde sagen Lineal und Cuttermesser und dann einen Schnitt. Genau, also das ist nicht die einzigste Strukturmatte in dem Bereich, sondern es gibt dann auch andere Designs. Also wir haben noch eine Klinkermatte, eine Ziegelmatte gibt es dann noch, einen Hausstein und neu in Vorbereitung mit unserer neuer Scanner-Technik eine neue Natursteinwand. Wo wir dann wirklich in der Natur abgebildete Steine auf dieser Matte bekommen. Mhm. Das sieht dann noch natürlicher aus, die Fugen sind ausgeprägter und wir haben mehr Struktur dann an der Oberfläche. Das sind alles neue Designs, die jetzt in nächster Zeit genauso auch mit hergestellt werden. Okay, du hast das zugeschnitten. Ja. Dann schauen wir, ob das schon so etwas passt. Okay, dann würde ich sagen, streiche es einfach mit unserem Leim ein und dann können wir die Sache schon aufkleben. Danke. So, also du siehst, das ist schon flexibel, aber wenn ich da jetzt zum Beispiel hier um die Kurve gehen möchte, also die Wand geht jetzt zum Beispiel nicht geradeaus oder geht hier um die Kurve, dann kann ich das einfach noch ein bisschen warm machen. Dann wird es weich wie ein Gummi, so wie so ein Leder eigentlich. Man kann das jetzt ansetzen. Also ich könnte das auch so abwickeln. Mhm. Also die Matte ist so flexibel, da geht auch nichts auseinander, das bricht auch nicht auseinander. So, leicht andrücken, dann nehmen wir wieder unseren Roller und einmal angedrückt. So, und das gleiche machen wir mit dem vorderen Stück noch. Ich würde das mal anzeigen. Okay. Okay. Wunderbar. Super. Okay, auflegen.
das, was jetzt so leicht übersteht, das werden wir dann einfach ausgleichen, weil wir machen ja mit unserer Strukturpaste, mit unserer Steinpaste, diesen Straßenrand werden wir dann noch gestalten. Ne? Und dann überdecken wir diesen Teil dann von dieser Mauer. Ne? Mhm. Wir haben hier vorhin etwas zu viel mit unserer Heißluft draufgehalten. Ja. Deswegen ist es eine leichte Dille, aber das ist alles nicht so schlimm. In der Natur ist auch nicht alles gerade. Ne? Also, okay. Wie machen wir weiter? Was können wir mit Gelände machen? Wir haben noch ein anderes Produkt von Vollmer, und zwar ist der Vollmer Fels. Den würde ich jetzt gern hier mal zeigen. Also wir gehen mal davon aus, wir sind jetzt im Gebirge. Also die Landschaft ist einfach eine Landschaft in einem Hochgebirge. So, da habe ich öfters Felsen, die so irgendwo aus der Wiese oder am Straßenrand herausragen. Ne? Die Straße ist hier eingearbeitet und es sind irgendwo Felsstücken, die noch rausschauen. Da haben wir hier dieses Material. Gibt es ein bisschen vorgefertigt, ne? Verschiedene Formen. Aber ich muss die nicht so verwenden, wie sie jetzt wirklich aus der Tüte herauskommen, sondern ich kann die wirklich noch verformen. Ne? Also ich zeige das mal, wieder unseren Heißluftföhn. Mhm. Das wird warm gemacht. Ein bisschen intensiver. Ja, es muss wirklich richtig schön weich werden, sonst bricht das. Ja, also nur wenn genug Wärme drin ist, wird es flexibel. Mhm. Man muss ein bisschen aufpassen, weil es doch relativ warm wird und ein Quarzsand hier eingearbeitet ist, der auch die Wärme speichert. Also wer da ein bisschen empfindlich ist, Handschuhe anziehen. Mhm. Okay. So, und jetzt wird es weich wie ein Leder. Schau. Und das kann ich jetzt einfach den Untergrund draufdrücken. Könnte jetzt ja. Zum Beispiel auch noch einen Teil abschneiden. Also wenn ich sage, okay, der hintere Teil, der gefällt mir jetzt nicht, das stört mich. Dann nehme ich in den warmen Zustand dieses Materials einfach die Schere und schneide es weg. Ja, okay. Es ist noch warm, flexibel. Jetzt gehe ich unten ran. Der Teil zum Beispiel soll jetzt der Fels sein. Das heißt, ich drücke das jetzt hier ran und fixiere das für die Zeit, wo das Material noch warm ist. Mhm. Ne? Also so circa 2-3 Minuten sollte man das in etwa ein bisschen in dieser Form halten und dann bleibt das auch genauso. Also es zieht sich nicht wieder zurück. Also es ist nicht so, dass das am Ende wieder in die Ausgangsform mhm. zurückgeht, sondern es bleibt einfach so. Ne? Ich fixiere das leicht. Wenn das dann kalt ist, das Material, nehmen wir einen anderen Hilfsstoff, und zwar unseren handelsüblichen Schmelzkleber. Nehmt das nochmal ab an der Stelle. Man kann auch zum Beispiel, um das wirklich die gleiche Position wiederzufinden, einfach irgendwo einen Strich machen. Okay. Nehmt das nochmal runter. Und an den höchsten Punkten kommt einfach ein bisschen Kleber drauf. Also man muss das nicht vollflächig machen. Auch der Fels kann hohl bleiben unten drunter. Das ist völlig egal. So, und dann gleiche Stelle wieder. Der Fels hat schon seine Form. Wieder ein bisschen fixieren, ne, dass die Wärme rausgeht von dem Heißkleber. Und dann hätten wir das erste Teil schon fertig. Naja, und bleibt das so? Nein, das bleibt nicht so. Also diese kleinen Schnitte zwischen den einzelnen Felselementen können wir wegretuschieren. Hm. Wir haben die Steinkunstpaste, das ist eine Steinpaste, die wir eigentlich auch für die Landschaftsgestaltung verwenden. Und das ist aber das gleiche Material wie unsere Felsen, ja, auch die gleiche Farbe. Sieht im Moment noch etwas dunkler aus, aber das liegt einfach daran, weil es noch feucht ist. Ja, das trocknet genau in diesen Farbtönen aus und damit kann ich jetzt diese kleinen Risse zumodellieren. Die Paste verwenden wir dann auch später für die Wiese und für den Rest der Landschaftsgestaltung. Ich werde mal das letzte noch mal zumachen. Also mit dem Material muss man nicht sparsam umgehen. Also selbst wenn ich jetzt über den Fels drüber weggehe, ist das nicht weiter tragisch. Ne? Also ich mache zum Beispiel auch diese Sachen hier unten rum zu. Ja. Ja. Um das alles auch geschlossen zu haben. Für die Wiesengestaltung nehmen wir genau unsere Strukturpaste. Ne? Diese wird aufgetragen, also je nach Schichtstärke. Man braucht theoretisch eigentlich nur zu ca. 2-3 mm Stärke, viel mehr nicht. Ne? Das wird ausreichen, um wirklich eine wirklich feste Oberfläche hinzubekommen. Ne? Die Paste kann ich auch auf andere Materialien auftragen. Also wenn ich jetzt einen Gips unten drunter habe, weil ich halt mit Gewebe gearbeitet habe und habe das eingegipst, kann ich das genauso mit der Paste oben drauf modellieren. Manche nehmen auch Bauschaum. Also selbst das würde funktionieren. Ne?
So, wenn man merkt, die Paste ist ein bisschen dick, ne? Also sie fühlt sich jetzt so an, ja, sie schiebt sich immer so hin und her, dann nehme ich einfach ein bisschen Wasser dazu. Ne? Also ich kann in diese Paste bis zu 10% Wasser dazu rühren. Ne? Also das ist durchaus möglich. Wir nehmen einfach mal einen Schluck hier rein. Okay. Ich fülle das mal ein und jetzt wirst du gleich sehen, dass wir diese Landschaft wesentlich besser gestalten können. Zack, schau, ganz weich. Ja. Und das muss ich jetzt auch nicht glatt ausziehen, also nicht jetzt unbedingt versuchen, diese Fläche so glatt zu machen. Die Natur ist nie irgendwas gerade. Ja. Ich würde hier den Teil einfach mal fertig modellieren und dann den Rest kannst du dann machen. So, und jetzt machen wir es auch so, wir gehen jetzt hier einfach noch ein bisschen drüber über den Fels, ne? Dass wir diese Verbindung schaffen können zwischen dem Fels und der Wiese. Deswegen gehen wir auch hier hin und streichen das mit ein. So, und dadurch, dass wir das Gras gleich einstreuen in die frische Paste, sollte ich alles, was ich innerhalb von einer halben Stunde etwa modellieren kann, ne, bis dorthin sollte ich etwa gehen. Und dann erst das Gras einstreuen und dann den Rest machen. Mhm. Ne? Sonst trocknet die Paste aus und müsste theoretisch dann nochmal einen Klebstoff draufbringen, um das Gras einzubringen. Ne? Aber ich nutze den Klebstoff in der Masse, um das Gras zu fixieren. Ich strukturiere das ein bisschen. Ne? Ist völlig egal. Also einfach ein bisschen Struktur reinbringen in die Oberfläche. Okay. So, jetzt nehmen wir den Grasfix. Die eine Elektrode einfach in die feuchte Masse. Okay. Das Gerät wird angeschalten. Und jetzt tue ich hier einfach das Gras rein. Wir fangen erstmal mit den langen Fasern an. Also genau, das sind jetzt die langen Fasern. Und auf diesen Erhöhungen, die ich jetzt gesetzt habe, ne, dadurch, dass ich die Spachtel da einfach fallen lassen habe, habe ich wie so ein Grasbüschel, der dann am Ende echt steht. Ne? Das sieht gut aus. Okay. Gehen wir erstmal durch mit den groben Fasern, mit den längeren. Wir machen noch nicht alles dicht, weil wir noch ein bisschen was von den feinen Fasern mit reinbringen. So, und alles, was jetzt nicht gebunden wird mit der Masse, das kann ja durchaus ein bisschen was hin, würde ich dann einfach am nächsten Tag absaugen. Das war ja wirklich einfach. Ja, das stimmt. An dem letzten Teil, an der letzten Wiese, möchte ich ja gerne zeigen, dass die Paste auch mit Farbstoffen in ihrem Ton veränderbar ist. Also wir werden hier jetzt ein bisschen braun und ein bisschen schwarz mitverwenden. Und wie das funktioniert, das zeige ich dir, weil ich habe da noch einen kleinen Effekt vor dann. Das zeige ich dir dann, wenn wir soweit sind. Also wir tragen ganz normal wie vorher auch die Paste einfach auf. Also wir nehmen die Paste, streichen die ein. Und dann zeige ich dir an einem Detail schon mal, wie das funktioniert. Du kannst dann hier an der Stelle weitermachen, pass auf. Und wir nehmen hier einfach, das ist ein flüssiger Farbstoff, also eine Abtönpaste, die es im Modellbauhandel zu kaufen gibt. In dem Fall jetzt in Braun und die streiche ich einfach mit ein. Das zieht sofort in die Paste und wir haben dann einen anderen Effekt. Also das sieht dann aus wie Erde. Ne? Ja. Okay. So, okay, jetzt sind wir eigentlich schon so gut wie am Ende. Hast du noch irgendwelche Vorschläge? Das ist schön, aber können wir noch einen Feldweg machen? Ein Feldweg? Okay, ja. Machen wir einen Feldweg. Gut. Schau mal, die Paste ist jetzt noch frisch. Mhm. Ne? Ich gehe einfach mit der Spachtel her und fange an, das Gras beiseite zu schieben. Ja. So, etwas vorsichtig machen, dass man nicht bis auf den Grund der Platte kommt. Ja, schiebe eigentlich nur das Gras beiseite. Okay. So, aber jetzt hätte ich eigentlich noch einen Vorschlag dazu. Und zwar, wir machen noch ein paar Treckerspuren einfach in die Wiese. Okay? Mhm. Ich nehme hier einfach so einen Modelltrecker, mache die Räder etwas nass. Okay. So, und der Trecker ist jetzt von hier, von der Straße, einfach hier reingefahren. Und da fährt er durch. Komplett durch unsere Wiese. Schau. Und hinten wieder raus. Zack.
Sehr gut. Okay? Ja. So, und jetzt lassen wir das einfach noch trocknen. Und damit wären wir eigentlich fertig. Wenn du möchtest, können wir jetzt gerne noch ein bisschen gestalten. Das heißt, wir bringen ein paar Bäume noch mit drauf. Wir haben noch so andere Gestaltungssachen, wie zum Beispiel diese Flocken, ne? Oder auch ein Grasvlies könnten wir noch mit benutzen. Und für die Straßenränder, schau mal, da haben wir noch diesen braunen Sand. Den können wir hier an den Straßenrändern noch mit verteilen. Solange die Paste frisch ist, bindet das sofort mit ein. Also ich muss das nicht zusätzlich fixieren. Mhm. Ne? Diese Grasvliesmatten, die würde ich jetzt einfach Stück für Stück abreißen. Schau. Dann nehmen wir etwas Sprühkleber. Und sprühe das ein. So. Und das kann ich dann einfach mit auf die andere bringen. Das trocknet mit an. Mhm. Und damit wäre das der Teil fertig. So, okay. Wir sind fertig mit unserer Landschaftsgestaltung. Und, gefällt dir es? Ja, es ist sehr schön. Aber ich fehlt noch etwas. Ach so, was? Wo sind meine Blümchen? Blumen, okay. Schau mal. Was hältst du davon? Ja. Wo willst du sie hinhaben? Ja. Okay. Danke. Okay, bitte. Danke. Zuerst einmal möchte ich mich bei meinen Kollegen dafür bedanken, dass sie die Vollmer Steinkunst vorgeführt haben. Wir haben einen kleinen Einblick in die Welt der Steinkunst bekommen, welche Möglichkeiten es gibt, diese Produkte auf möglichst einfache Art und schnell zu verarbeiten. Sie sind leicht in der Handhabung, schön in der Anwendung. Und bevor ich auf die Steinkunstprodukte näher eingehe, möchte ich nochmal die Materialbeschaffenheit näher erläutern. Sie müssen wissen, dass es sich hier um ein neuartiges Material handelt, eine Verbindung aus Sand und 20% Betriebsgeheimnis. Und das sorgt dafür, dass diese Wirkung der Struktur rüberkommt, als ob es wirklich Stein wäre. Sie müssen sich das in die Hand nehmen, Sie müssen das fühlen, Sie müssen es biegen und dann werden Sie merken, dass es eigentlich kein Vergleich ist zu dem, was es bis jetzt am Markt gibt. Ja, hier haben wir eine erste Auswahl an Steinkunstprodukten. Nicht alle Produkte konnten jetzt im Video gezeigt werden. Das hat einfach was damit zu tun, dass wir die Steinkunst Spurgrößen übergreifend anbieten. Zum Beispiel sehen Sie hier ausgebreitet auf dem Tisch unsere Spur G Dachmatten. Einmal Biberschwanz und einmal Schiefer. Die Dachmatten sind aus demselben Material, anders eingefärbt. Und Sie sehen schon, sie sind sehr biegsam, sehr flexibel zu handhaben, UV-beständig, ich sage es immer wieder. Und für den Außeneinsatz ideal geeignet. Wenn Sie zum Beispiel eine Brücke schließen müssen oder möchten, nutzen Sie dafür die Steinkunst-Arkaden. Davon liefern wir 3 Stück aus. Und es ist auch ein Innenteil vorgesehen, was Sie hier sehen, mit dem man dann zum Beispiel einen Stadtladen bauen kann oder ähnliches. Darüber fährt die S-Bahn, der Schnellzug, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Hier haben wir im Vergleich ein herkömmliches Plastiktunnelportal. Und das neue Tunnelportal der Vollmer Steinkunst. Das zeichnet sich dadurch aus, dass man im Rücken eine Mauerplatte der Vollmer Steinkunst befestigen kann und somit eine wesentlich realistische Oberflächenstruktur hat, sowohl an der Oberfläche als auch im Tunnelinneren. Und als kleines Add-in sozusagen, als letzten Hinweis für die Freunde des K-Systems, wenn Sie den Magnetstreifen vertieft einbauen, können Sie natürlich auch unsere Steinkunstplatten drüberlegen und Ihre Autos werden trotzdem funktionsfähig über die Straße fahren. Ich hoffe, Sie konnten einen ersten Eindruck der Vollmer Steinkunst gewinnen. Wir haben natürlich noch viel vor. Sie sehen, die Materialien eignen sich hervorragend, um zum Beispiel Häuserwände oder Ähnliches zu gestalten. Wir werden dahingehend spurgrößenübergreifend in den nächsten Jahren auf uns aufmerksam machen. Die Vollmer Steinkunst wird Ihnen Spaß machen, aber Sie müssen es anfassen, fühlen und ausprobieren.